Herzlich willkommen bei fotowissen.eu. Mein Name ist Peter Roskoten. Ich bin Fotograf und Fototrainer von ganz besonderen Fotokursen. Ich möchte Ihnen das quadratische Format zeigen, wie Sie es einstellen können, wie Sie damit fotografieren, in diesem kleinen Video. Im Moment nutze ich eine Fujifilm X-T2, um Ihnen dieses Bild zu präsentieren. Rechts im Bild sehen Sie eine Rolleicord-Kamera. Diese Rolleicord-Kamera ist eine Mittelformat-Kamera, mit der habe ich ganz lange fotografiert. Und wenn man hier diesen Schachtsucher oben aufmacht, dann guckte man da rein und hatte ein quadratisches Format, durch das man schaute und in dem man auch fotografierte. Und diese Mittelformatkamera, die habe ich ganz lange benutzt, um damit schwarz-weiß quadratisch zu fotografieren. Ja, wenn man in einen quadratischen Sucher reinschaut, dann kann man auch quadratisch gestalten. Schaut man in einen rechteckigen Sucher einer Spiegelreflexkamera heutzutage, dann sieht man das Verhältnis 2 zu 3. Schaut man in andere Kameras, gibt es auch noch das Format 3 zu 4. Die Fuji, die Sie jetzt sehen, mit der ich das hier filme, das ist ein 2 zu 3 Format oder 3 zu 2 Format, das heißt, das entspricht den Längenverhältnissen vom damaligen Kleinbildnegativ. Ein Kleinbildnegativ war 24 x 36 mm groß und das ist das gleiche Verhältnis, was heute dieser Sensor, den Sie jetzt gerade sehen, für ein Bild produziert. Wenn ich den aber umschalten möchte, dann kann ich das nämlich machen. Und zwar, da das eine spiegellose Systemkamera ist, sehe ich sogar im Sucher das resultierende Format 1 zu 1. Sprich, jetzt kann ich auch losziehen und quadratisch denken, quadratisch sehen und quadratisch fotografieren. Wenn ich jetzt hier abdrücke, dann entsteht da ein quadratisches JPEG. So, das ist das fertige Bild. Ich habe einen Selbstauslöser genutzt, weil die Belichtungszeit relativ lang ist, 1,6 Sekunden. Und ich nicht wollte, dass das verwackelt. Wenn wir uns jetzt das fertige Bild im Sucher anschauen, auch einer der Vorteile von einem elektronischen Sucher, dann sehen wir sogar in der Vergrößerung jedes Staubkorn. Wir können auch sehen, dass die dahinterstehende Rolleiflexkamera noch scharf ist. Rolleicord-Kamera, 6x6 Mittelformatkamera noch scharf ist. Und dass hier der Objektivköcher bereits unscharf wird. Also man kann ganz gut beurteilen, wie groß die Schärfentiefe im Bild ist. Ich kann auch sehen, ob mein Objekt wirklich scharf geworden ist. Ich hatte scharf gestellt, das haben Sie vielleicht gesehen in der Aufnahme. Hier unten ist dieses Quadrat zu sehen. Da wird scharf gestellt momentan, also genau auf das Objektiv. Das heißt, immer wenn ich den Auslöser drücke, dann stellt die Kamera dort scharf. Ich könnte auch manuell scharf stellen. Manuell hätte der elektronische Sucher den Vorteil des sogenannten Focus Peaking. Das Focus Peaking ist die Anzeige der scharfen Bereiche mithilfe einer Farbe, die kann ich im Menü einstellen, auf Weiß, Rot oder andere Farben. Und diese Farbe zeigt mir jetzt an, wo mein Objekt scharf ist. Was Sie jetzt auch sehen können, ist, dass ich hier eine Vergrößerung bekomme, in dem Moment, wo ich vorne am Objektiv scharf stelle. Das heißt, mit Hilfe dieser Lupe ist es auch Brillenträgern sehr, sehr einfach möglich, dieser elektronischen Lupe, ist es ganz einfach möglich, manuell scharf zu stellen. Das ist eine super Idee, vor allem dann, wenn man alte Fremdobjektive nutzt auf so einer Kamera, kann man dann tatsächlich hervorragend scharf stellen. Das geht mit einer Spiegelreflexkamera leider auch nicht. Was eben auch nicht geht, ist quadratisches Denken und Sehen durch eine Spiegelreflexkamera. Denn ich kann die zwar auf ein 1 zu 1 Format umstellen, aber das zeigt die mir, das fertige Bild zeigt mir dann tatsächlich auch das quadratische Format, aber im Sucher sehe ich immer noch 3 zu 2. Das heißt, ich kann nicht wirklich durch den Sucher quadratisch denken. Das gleiche gilt auch für Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Wenn ich die Kamera umstelle auf Schwarz-Weiß, dann sehe ich hier in dem elektronischen Sucher tatsächlich auch schon ein schwarz-weißes Bild. Das ist jetzt der Filter Acros, der ist Fujifilm eigen mit einem Rotfilter. Den könnte ich auch wählen mit einem Gelbfilter oder einem Grünfilter. Und jetzt sehe ich tatsächlich ein schwarz-weißes Bild
im quadratischen Format durch meinen Sucher. Und stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt auf Stadtfotografie, gehen durch die Stadt und können jetzt Ihre Motive tatsächlich schon in Schwarz-Weiß sehen. Dann wissen Sie auch, ob es sich lohnt zu fotografieren. Manche Motive lohnen sich einfach nicht in Schwarz-Weiß. Und dann drücken Sie ab und haben ein schwarz-weiß quadratisches Bild, welches etwas kleiner ist als das normale 3:2 Format, weil ja nur ein Teil des Sensors genutzt wird. Aber auch das Bild kriegen Sie in der Fujifilm, hat das jetzt noch 16 Megapixel, noch bis zu einem Format von 80 x 80 cm, würde ich denken, hervorragend vergrößert. So, das ist eine schöne Art für Schwarz-Weiß-Fans, Schwarz-Weiß zu fotografieren. Wenn Sie so eine kleine Kompaktkamera haben mit einem Sucher, wenn Sie eine Bridge-Kamera haben, Ihr Smartphone tut es auch, oder eben eine spiegellose Systemkamera, tun Sie sich den Gefallen und stellen Ihre Kamera mal auf quadratisches Format Schwarz-Weiß ein und fotografieren mal einen Tag lang damit. Das macht einen irren Spaß und Sie werden vielleicht das quadratische Format auch zu schätzen wissen. Denn das ist für manche Zwecke tatsächlich das bessere Format als das rechteckige 2:3 oder 3:4 Format. Und immer dann, wenn Sie es auch im Sucher sehen, können Sie auch quadratisch gestalten. Das ist der große Vorteil der ganzen Angelegenheit. Das wollte ich Ihnen mit Hilfe dieses kleinen Videos zeigen. Ich hoffe, das hat Sie interessiert. Schauen Sie sich noch ein bisschen um auf fotowissen.eu. Schauen Sie sich noch die Fotokurse an. Schauen Sie sich noch andere Berichte an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und hoffe, ich habe Ihnen das Thema quadratische Bilder ein bisschen näher gebracht. Wenn Sie das Video bei YouTube gesehen haben, seien Sie so lieb und geben mal den Daumen nach oben und abonnieren den Kanal. Dann werden Sie automatisch über neue Videos von fotowissen.eu informiert und können die immer rechtzeitig schauen. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören und tschüss.